Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von eurem Feuerstachel, nämlich Let's Play Plane 2 immer im Einsatz. Ja, es trägt denselben Namen wie der passende Film zum Spiel oder das Spiel zum Film eben. Es ist sozusagen ein Boni für Fans, die den Film gefeiert haben. Und ja, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber Disney, ey Leute, mit Disney kann man nie etwas falsch machen. Und deswegen schauen wir auch gleich rein. Die Brandbekämpfung ist eines der lohnendsten Dinge, die du jemals machen wirst. Doch es gibt viel zu lernen, also lass uns anfangen. Zuerst einmal brauchst du jede Menge Wasser. Flieg rüber zum See und tanke so viel Wasser, bis dein Wasserstand voll ist. Ja Leute, hier wird einem anscheinend alles in die Wiege gelegt, was man machen muss. Dann wollen wir es auch gleich mal machen. Und hier Wasser schöpfen mit B anscheinend. Nimm Wasser auf. Ja, und das haben wir auch gleich gemacht. Zielobjekte sind durch einen gelben Pfeil gekennzeichnet. Folge den Pfeilen, um den leeren Wassertank zu lokalisieren. Wir werden einen Wasserabwurf durchführen. Ja. Zielobjekte sind durch einen gelben Pfeil gekennzeichnet. Diesen gelben Pfeil sehen wir auch gleich da oben im Bildschirm. Und wir müssen den lokalisierten Wassertank jetzt befüllen. Jetzt wirf das Wasser in den leeren Tank ab. Wenn du ihn nicht in einem Durchgang füllen kannst, hast du die Möglichkeit, noch mehr Wasser beim See zu holen. Aber Leute, das schaffen wir doch im ersten Durchgang, oder? Auf jeden Fall. Hui! Komm, wir brauchen noch etwas mehr. Hier. Gleich haben wir es geschafft. Für dich, Dusty. Jawohl, großartige Arbeit. Ja, der Dynamite, der freut sich immer. Der Wind in Piston Peak Park kann recht stark werden und das Feuer dazu bringen, sich schneller auszubreiten. Aber einige Windarten können Feuerwehrmännern sogar helfen. Wie ein Jetstream zum Beispiel. Okay. Lokalisiere den Jetstream. Ja, schöpfen wir einfach mal an etwas Wasser. Ja, okay, so viel war das jetzt nicht, aber wir haben was bekommen. In dieselbe Richtung wie ein Jetstream zu fliegen, gibt den Flugzeugen einen Geschwindigkeitsschub. Was wichtig ist, wenn wir nicht sehr viel Zeit haben. Probier's aus! Ja, dann will ich deinen Rat doch mal gleich befolgen, dass, Komm sofort! Ja, Dynamite! Toll gemacht! Lass uns nun einen Schritt weitergehen. Wenn du von einem Jetstream auf einen anderen springst, kannst du sogar schneller noch größere Entfernungen zurücklegen. Lokalisiere die Jetstreams. Dann haben wir den ersten gefunden und die anderen sind etwas weiter hinten. Fliege durch alle drei Jetstreams, um schnell über den Park zu fliegen. Okay, das machen wir. Der erste ist hier, der zweite ist da und der dritte kommt sogleich, jawohl. Ich freu mich so für dich, Dusty. Gute Arbeit, Mann. Sie haben es tatsächlich geschafft, den Idiotentest zu bestehen. Natürlich eine Goldmedaille bekommen. Und schauen wir uns mal bei der Karte an, was wir jetzt sonst noch so machen können. Bonus freigeschaltet, neue Lösch- und Rettungsmissionen, neue Akademie-Missionen, neue Konzeptzeichnungen. Anscheinend also richtig viel Stuff für uns, um loszulegen. Ja Leute, dann wollen wir auch gleich schon mit dem ersten richtigen Level wahrscheinlich loslegen, nämlich Feuerprobe. Um eine Goldmedaille zu bekommen, muss man die Mission in weniger als 1 Minute 15 erledigen. Und ja, das ist unser Ziel. Mal schauen, ob es klappen wird. Natürlich ziele ich jetzt wirklich nicht nur auf die Goldmedaillen ab. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir es alle schaffen würden. Dynamite, bei diesen Herausforderungen werden deine Geschwindigkeit und Präzision getestet. Es sind viele kleine Übungsfeuer im gesamten Pistenpark verteilt. Deine Herausforderung besteht darin, sie so schnell wie möglich zu löschen, ohne Wasser nachtanken zu müssen. Während du dich auf deiner Mission befindest, behalte die Gefahrenmesser auf deinem Display im Auge. Wenn sich ein Messgerät füllt, bedeutet das, dass dir die Situation entgleitet. Und das ist gar nicht gut. Behalte auch die Erfolgsabzeichen vor auf deinem Display im Auge. Wenn dir bei einem Notfall die Kontrolle entgleitet, verlierst du ein Erfolgsabzeichen. Wenn du all deine Abzeichen verlierst, wirst du den Einsatz nicht bestehen. Versuche es nicht so weit kommen zu lassen. Ja, das wollen wir nach Möglichkeit natürlich auch versuchen. Was heißt versuchen? Wir werden es auf jeden Fall so machen. Und wie wir im letzten Level gesehen haben, oder im Anfang der Level,
Man kann mit B Wasser abwerfen, was wir natürlich auch direkt über den Feuerstellen machen müssen. Und ja, es empfiehlt sich natürlich erst zu drücken, wenn wir direkt da drüber sind. Und wie wir sehen, links löscht sich dann praktisch immer wieder ein Feuer. Was natürlich irgendwie auch logisch ist, wenn wir es, gelöscht haben. Okay, das ist jetzt auch weg. Wir haben noch 4 Feuer, beziehungsweise 4 Brände zu löschen. Dieser hier war einer davon. Und hier unten gibt es noch ein paar zu erledigen. Ja, die nehme ich später mit, Leute. Keine Panik, keine Bange. Okay, Goldmedaille wird es anscheinend nicht mehr. Aber wir werden das Level mit Sicherheit abschließen. Komm, da vorne wäre ein Jetstream gewesen. Naja, Leute, man kann nicht alles haben. Aber den hier nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ich freue mich so für dich, Dusty. Super! Und mal schauen, was dies jetzt für eine Medaille gibt. Goldmedaille. Leute, ich nehme alles zurück. Es ist wirklich einfacher, als man denkt. Kauft euch das Spiel. Ihr werdet Erfolgsmomente erleben. Und wir haben neue Konzeptzeichnungen freigeschaltet. Aber wir wollen natürlich uns erstmal das nächste Level anschauen. Ich werde am Ende des Parts wahrscheinlich die Konzeptzeichnungen erstmal zeigen, die wir bis jetzt dann freigeschaltet haben. Und weiter geht's mit Luftstrom. Luftstrom. Erfülle die Mission in weniger als 2 Minuten. Wahrscheinlich wird hier viel mit Jetstreams gearbeitet oder ähnlichem. Deswegen, ja, schauen wir uns das doch gleich mal näher an. Ich bin Dynamite. Heute ist einer der windigsten Tage des Jahres. Genau richtig für einen Versuch, einen neuen Rekord im schnellsten Flug über den Park aufzustellen. Die Zielindikatoren kennzeichnen die Checkpoints. Du musst jeden treffen, um dich für den Parkrekord zu qualifizieren. Viel Glück! Okay, reite die Jetstreams bis zur Ziellinie. Okay, und der gelbe Pfeil zeigt uns wohin. Hier, okay. Den ersten haben wir. Okay, dann ist es doch eigentlich ganz einfach. Man muss immer in die Richtung, wo der Pfeil hin zeigt, sich begeben. Weil wenn man das macht, wird man auf jeden Fall immer diese Checkpoints hier mitnehmen können. Was natürlich auch cool ist. Aber wir sollten doch schon ein, zwei, ja, Jetstreams mitnehmen. Natürlich auch in die richtige Richtung, Leute. Was mache ich da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier auch mitgenommen. Und der nächste ist da vorne. Gut. Den nehmen wir dann natürlich auch gleich mit. Aber die Jetstreams sollte man wirklich nicht verpassen, sonst ist man hier wirklich sehr lahm unterwegs. Und gut, da ist er auch schon. Der nächste ist wieder in die andere Richtung. Oh, wird es jetzt wieder so ein Querbeet-Rennen, wo man dann immer so im Zickzack über die Wiesen latscht oder in unserem Fall jetzt über die Wiesen fliegt. Es scheint so. Aber naja, macht ja Spaß, Leute. Und hier, wir reiten die Jetstreams, bis wir am Ziel unseres Kurses angelangt sind. Wir haben leider kein Wasser zum Abschmeißen, oder? Nö. Da streikt er. Da trommelt er irgendwo rum. Keine Ahnung, wo der rumtrommelt. Auf jeden Fall hört sich's ganz witzig an. Und ja, ich finde das Spiel witzig aufgemacht. Ich freue mich so für dich. Du hast es geschafft. Na klar haben wir das. Aber ich schätze, das war nicht Gold, oder? Verdiente Goldmedaille. Leute, wir haben weitere neue Konzeptzeichnungen freigeschaltet. Konzept ist was anderes als Konzept. Also das muss ich mir irgendwie noch einprägen. Aber das wird schon mit der Zeit kommen. Und ja, wir begeben uns jetzt von Gebiet zu Gebiet weiter vor. Da hinten gibt es noch was zu erledigen. Sollen wir das vielleicht nicht vorher machen? Nein, machen wir es der Reihe nach, weil das ist anscheinend wahrscheinlich... Oder ich denke einfach mal, dass es auch der Schwierigkeit nach geordnet ist. Das heißt, machen wir zuerst weiter mit Befülle alle Tanks. Hier ist die Goldmission natürlich klar. Erfülle die Mission in weniger als 1 Minute 50. Ja komm, irgendwann muss es auch schwieriger werden. Ich wette, jetzt verkacke ich total.
Aber wir wollen es natürlich nicht hoffen. Okay, wir kommen durch. Okay, Dipper, du kannst mehr Wasser als Dusty tragen. Was bedeutet, dass du auch größere Brände löschen kannst? Wie immer ist der erste Schritt, die Tank zu befüllen. Jetzt tankt genügend Wasser, damit eure Wassermessgeräte einen vollen Tank anzeigen. Okay, jetzt sind wir Dipper und nicht mehr Dusty. Freut mich, dass die Charakter sich auch unterscheiden von den Kapazitäten und so. Denn mit diesen hier können wir eindeutig mehr Wasser in die Wassertanks einlagern. Weil der ist natürlich auch dicker, da kann man wirklich mehr reinpassen. Da kann mehr reinpassen. Zeit, die leeren Wassertanks aufzufüllen, haben wir gemacht. Ach so, die Wassertanks, nicht unseren Wassertank. Ja, ja, das ist schon ein Unterschied. Und wir lokalisieren erstmal die Wassertanks. Ich bin Dynamite. Wirf das Wasser ab, das du in die Tanks gefüllt hast. Mach dir keine Sorgen, du kannst sie nicht in einem Durchgang befüllen. Doch, du hast die Möglichkeit, jederzeit nach mehr Wasser vom See zu holen. Noch mehr Wasser vom See zu holen. Abwerfen! Ja, wir sind heute sehr verschwenderisch. Süß, lass uns jetzt aber wirklich fliegen wie der Wind. Hä? Du weißt, wie das geht. Reihe die Jetstreams aneinander, um über den Pistenpeak zu schießen. Vorsicht, es sieht so aus, als würden die Winde diesmal nicht gerade ausblasen. Du musst richtig manövrieren, um sie alle zu treffen. Reite die Jetstreams. Oh, den haben wir verpasst, oder? Ach, egal. Den haben wir dann immer noch mitgenommen. Ich bin da. Alle? Du machst das toll. Weiter so. Wie jetzt? Wir sind schon fertig. Und wieder Goldmedaille. Leute, ihr verarscht mich doch. Oh, ihr schmeichelt mich. Neue Akademie-Mission und neue Konzeptzeichnungen. Wie kann man hier eigentlich die Akademie-Missionen auswählen? Oder haben wir dauernd schon Akademie-Missionen gespielt? Das scheinen eigentlich diese Akademie-Versionen zu sein, oder? Gibt's sie noch woanders? Nö. Okay, dann würde ich sagen... Routine-Patrouille. Achso, das sind wahrscheinlich, nicht sozusagen Endbosse in dem Spiel. Aber naja, zuerst unter Druck. Die Mission muss in weniger als 2,25 erfüllt werden, um... ja, die Goldmedaille zu erringen. Aber ich denke, das sind wirklich keine wirklich ernstzunehmenden Ziele, weil die schafft man wahrscheinlich immer. Und wir sind wieder dieser dicke Brummer. Feuer sind oft unvorhersehbar. Gerade noch denkst du, du hast alles unter Kontrolle. Da bricht plötzlich das Chaos aus. Lösche alle Feuer, die du siehst. Denke daran, deine Gefahrenmesser im Auge zu behalten, um zu sehen, wie viel Zeit du hast, bevor die Situation eskaliert. Viel Glück! Ja, und da unten sehen wir unsere Abzeichen, beziehungsweise unser Abzeichen. Und wir müssen natürlich erstmal Wasser schöpfen, was wir jetzt natürlich auch getan haben. Und hier gibt es die Feuer schön in einer Reihe. Oh. Schön. Wirklich schön. Coole Sache. Waren das alle Brände? Ja gut, da gibt es noch weitere. Dann hier, vorwärts. Die vorne haben wir schon mal fertig gemacht. Waren das alle? Okay. Jetzt soll aber mal was Anstrengenderes kommen. Ja, wir fliegen hier einfach über die Felswände drüber. Normalerweise wäre das ja schon längst ein Crash gewesen. Aber ja gut, hier gibt es anscheinend keine Crash. Ich meine, meinetwegen, kein Problem. Erstmal wieder Wasser auftanken. Gibt es irgendwie Jetstreams, die uns da jetzt besser oder schneller zumindest hinbringen? Naja, ist auch gleich vor Ort. Also so gehfaul oder fliegfaul sind wir jetzt doch nicht. Hier entlang, genau. So. Und schöpfen wir uns voll. Genau, voller Tank. Lässt das Männerherz hörschlagen.
Komm, da vorne gibt's doch 2, 3. Genau hier. Oh, 2 Feuerchen müssen wir also noch löschen. Ja, die eskalieren wahrscheinlich auch schon bald. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Komm, Leute, deine Mitte ist noch ein. Deine Mitte ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Okay, wir haben noch recht. Ja, ausreichend zumindest. Im Wassertank dringen. Das heißt, wir wollen. Nee, wir haben doch nicht mehr ausreichend im Wassertank drin. Komm, vorwärts! Und neues Wasser wird geschöpft, damit wir natürlich auch die restlichen Brände ordnungsgemäß löschen können, wie es einem Feuerwehrmann gehört. Es sind noch 3 Stück und die sind auch schnell von der Socke gemacht. Das war echt eine tolle Leistung von dir. Was mehr nicht? Nur das war echt eine tolle Leistung. Ich bin entsetzt. Neue Konzeptzeichnungen. Diese schauen wir uns jetzt natürlich auch klar an, Leute. Dann schauen wir da doch gleich mal rein. Ich hoffe mal, ich habe euch jetzt nicht irgendwie total verwirrt. Ah. Oh. Ah, der alte Knacker. Ich weiß nicht mal, wie der... Die alte Chu-Chu-Bahn. Chu-Chu! Ich weiß nicht, wie die heißen. Mal schauen, ob das im Spiel drinnen steht. Ja, und da sind wir wieder von vorne. Ich schau mal, ob es hier drin steht, aber müsste eigentlich, oder? Nö. Hier haben sie nichts reingebracht. Hier steht nur die Steuerung drin und alles. Oh, schade. Aber ihr kennt bestimmt die Namen. Ja, Dusty, Lil Dipper und Blade. Mehr ist hier nicht aufgelistet. Aber Leute... Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, nur ich nicht. Oh, die Chu-Chu-Bahn, die finde ich irgendwie sieht richtig genial aus. Oh, der dicke Brummer. Oh, der hat bestimmt ein richtig chilliges Leben. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir sind immer im Einsatz.